Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmenschen-Interessierten. Heute möchte ich wieder ein Spiel analysieren. Und da aktuell die Bundesliga, zweite Liga und dritte Liga noch nicht spielt und ich keine Lust hatte, jetzt nur ein Testspiel zu analysieren, habe ich mich gefragt, was ich jetzt analysieren kann. Und da bin ich auf die Regionalliga Bayern gestoßen. Warum? Da gibt es jetzt einen Drittliga-Absteiger. Die haben einen Trainer, der neu ist und gleichzeitig bekannt. Und zwar als Spieler und als Kommentator. Und ich meine natürlich Sandro Wagner. Und im ersten Spiel der Saison, im ersten Pflichtspiel, erster Spieltag, war Unterhaching zu Gast bei Augsburg. Ja, und dieses Spiel will ich gleich mal ein bisschen zerlegen und mal ein bisschen rauswinden, was Sandro Wagner eigentlich für Fußball spielen will, bei den ganzen Trainern, die er hatte, von denen er sagt, einige waren schlecht und andere waren extrem gut. Und kein Wunder bei den ganzen Stationen, die er absolviert hat. Sandro Wagner kennen wir alle, Spielerkarriere. Ich kann mich an Darmstadt erinnern, natürlich bei Bayern gespielt. Ich glaube, vorher war man bei Bremen. Also eine sehr große Bandbreite, wo er gekickt hat. Und für mich ist seine Spielerkarriere so eine, die einem einfach zeigt, wie hart man arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Weil er hat gestartet und er war nicht wirklich erfolgreich. Also ja, er ist Bundesligaspieler geworden. Ich weiß nicht, sogar über die zweite Liga. Also nicht über unfassbares Talent ist er dahin gekommen, sondern meiner Ansicht nach über sehr harte Arbeit. Und das wird er jetzt auch als Trainer brauchen und aber auch leisten. Danach, also nachdem er, glaube ich, in China, nach China seine Karriere beendet hat, ist er A-Jugendtrainer in Haching geworden. Und ja, und dann haben wir ihn natürlich alle bei der EM erlebt als Kommentator. Ich muss sagen, ich fand, er hat einen enormen Mehrwert gebracht mit dem, wie er kommentiert hat, mit dem, wie viel Humor er auch reingebracht hat, wie viel kreative Sätze er reingebracht hat. Also mir hat das extrem gefallen, wie er die Aufgabe angegangen ist und wie er die Aufgabe gestaltet hat. Ja, und dann kam jetzt auch mal die Antrittspressekonferenz. Ich glaube, in der Regionalliga gab es wenige, ich würde fast sagen, keine Antrittspressekonferenz, die so intensiv in den Medien diskutiert wurde. Ich meine, es ist Sandro Wagner, es ist einfach so ein Typ, der auch gerne mal raushaut und selbst wenn er nicht raushaut, ist es trotzdem irgendwie fast jeder zur Schlagzeile. Und so war es halt dann auch bei der Antrittspressekonferenz. Er hat selbst gesagt, er will viel lernen. Dann wurde er natürlich nach den Bayern gehen gefragt. Er hat gesagt, nee, das ist Sandro Wagner gehen, was er hat und nicht das Bayern gehen. Und was meinte er? Beim Rasenmähen möchte er auch gewinnen. Also extrem guter Auftritt. Der unter Haching auch extrem helfen wird. Davon bin ich überzeugt. Alleine schon aufgrund dem Medienaufkommen, was jetzt dadurch entsteht, dass er da ist. Natürlich weiß man auch, wenn das jetzt langfristig anhält, dass sie, also sagen wir, wenn ich das jetzt vom Kommentator, vom Spiel richtig mitbekommen habe, hat er 24 Monate Zeit zum Aufsteigen. Und wenn wir uns unter Haching mal angucken, dann würde mich das wundern, wenn sie ihm die Zeit geben. Also meiner Ansicht nach ist Unterhaching ein unfassbar interessanter Club in Deutschland. Einfach, weil sie börsennotiert sind. Das ist ein Regionalliga-Club, die wirklich alleine schon die ganzen Auflagen managen müssen,
die ganzen Veröffentlichungspflichten, weil sie halt börsennotiert sind, weil sie eine Aktiengesellschaft sind. Und jetzt finde ich sie eben noch mal spannender, weil sie halt jetzt diesen Schwung, dieses Kapital, was sie durch den Börsengang eingenommen haben, ja, jetzt den, ich sag mal, nicht mehr zur Verfügung steht, zumindest könnte man auch sagen, verpulvert haben, weil sie halt mit dem Abstieg jetzt nochmal irgendwie das Geld, was sie eigentlich für die zweite Liga oder um in die zweite Liga zu kommen, nutzen wollten, müssten sie jetzt halt nutzen, um irgendwie in der Regionalliga zu bleiben, beziehungsweise auch wieder zurückzukommen in die dritte Liga. Und ja, aber auf der anderen Seite, neben dem sehr wirtschaftlichen Aspekt, dass sie börsennotiert sind, zeichnet sie eine unfassbare Nachwuchsarbeit aus. Und ja, die haben jetzt allein schon, ich bin da durch den Kader geholt, das sind 10 oder 15 Spieler, die einfach aus der A-Jugend, die sie jetzt hochgezogen haben, denen sie auch das Vertrauen geben. Und das finde ich, das ist einfach klasse. Und wenn das Erfolg hat, dann kann man nur sagen, alles richtig gemacht, auf den richtigen Trainer gesetzt und die Nachwuchsarbeit nochmal deutlich in den Vordergrund gestellt, was da eigentlich für eine Qualität hintersteckt. Wenn wir jetzt mal ins Spiel gehen, dann Augstadt, ja, ist so ein Club, der nicht von der dritten Liga spricht, würde ich mal sagen, die keine großen Ambitionen haben, jetzt dringend aufzusteigen, die auch keinen wirklichen Druck haben, was das Zielaufstieg angeht. Auf der anderen Seite haben sie trotzdem natürlich Druck, weil Regionalliga ist halt finanziell nicht geil. Das ist richtig kompliziert, da gut zu wirtschaften und da die Mannschaft zusammenzuhalten und auch noch die Klasse zu halten. Und da sind auch viele interessante Clubs in der Regionalliga mit drin, sodass es schwer wird für Hauptstadt. Aber ich glaube, die haben da sich einen guten Plan zurechtgelegt und den haben sie jetzt auch gegen Unterhaching gezeigt. Was haben sie gegen Unterhaching gezeigt? Tief stehen, hoch gewinnen. So ungefähr wird es deren Trainer gesagt haben. Zumindest haben sie so gespielt. Das mit dem Hochgewinn hat nicht geklappt, war ja leider ein 0-0. Und aber das Tiefste oder das Gutstehen, das Organisiertstehen, das war gar nicht so tief, sondern es war schon relativ hoch. Also was heißt relativ hoch? Es war immer noch tief, aber es war jetzt nicht, dass sie jetzt kompletten Abwehrriegel aufgebaut haben. Dementsprechend, weil Hauptstadt mit vielen langen Bällen und relativ schnell mit langen Bällen agiert hat, war es ein bisschen schwierig zu erkennen, was Sandro Wagner seiner Mannschaft eigentlich mitgegeben hat. Es war jetzt so, dass es ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel war, viele kleine Fouls, also teilweise auch anstrengend zu gucken, aber ja, das macht halt dann auch die Regionalliga aus. Und es war halt auch dann von Unterhaching auch nicht gut gemacht. Es war sogar so, dass Hauptstadt am Ende mehr Chancen hatte und vielleicht sogar mit einem Lucky Punch das 1-0 hätte machen können. Und dann wäre Sandro Wagner ohne Punkt nach Hause gefahren. War aber jetzt ein 0-0. Dann gucken wir mal auf das, was Sandro Wagner seiner Mannschaft mitgegeben hat. Was ich erkennen konnte, was er mitgegeben hat, weiß ich natürlich nicht. Aber was ich da erkennen konnte, war ein guter Spielaufbau. Sie wollten nach einer Anfangsnervosität, das war sehr zu spüren, da hat Weidinger häufig den Ball auf Hein, also auf den Stürmer, geschlagen. Der Stürmer, typischer Wandstürmer, will steil glatt spielen. Auf mich hat er sehr gewirkt, wie so ein bisschen wie Sandro Wagners Spielstil.
zu seiner aktiven Zeit. Dann, nachdem sie sich ein bisschen beruhigt haben, die Nervosität ein bisschen abgelegt haben, haben sie dann versucht, Fußball zu spielen. Betonung liegt auf versucht. Sie haben in einem interessanten, mit einem Dreieraufbau, wo sich der defensive Mittelfeld in die, zwischen die Abwehrkette geschoben hat, aufgebaut. Das defensive Mittelfeld Obermeier, über den lief alles. Der auch mit Varianten im Spielaufbau, mal hat er angedribbelt, mal hat er den nächsten Spieler gesucht und mal halt auch den langen Ball gespielt. Aber das Problem war, im Mittelfeld hatten die ein Riesenloch. Sie hatten auf dem Platz, oder ich weiß nicht, ob das eine Ansage von Sandro Wagner war, auf alle Fälle hatten sie auf dem Platz keinen Box-to-Box-Spieler. Das heißt, sie mussten mit langen Bällen agieren. Aber eigentlich wollten sie mit Kurzpassspielen agieren. Und dementsprechend war das immer so ein bisschen so, klappt's oder klappt's nicht, klappt's oder klappt's nicht. Augstadt hat das extrem gut gemacht, die haben die Passwege extrem gut zugestellt. Dementsprechend wurde es ein relativ anstrengendes Spiel, nicht gut anzusehen. Die haben mit Unterhaching noch mit Schwabel, haben sie so einen Aggressive Leader mit auf dem Platz. Ja, führt dazu, dass halt viele kleine Fouls, viele Standardsituationen, aber irgendwo im Mittelfeld, wo es nicht gefährlich wird, hinterher, egal wer die tritt. Und dementsprechend war es einfach kein gutes Spiel. Was sagt es jetzt über die Spielidee von Sandro Wagner aus? Also ich erkenne da noch keine klare Spielidee. Der Kommentator hat das so ein bisschen damit begründet, dass sie halt nur 3 Wochen zusammen trainiert haben und dementsprechend die Mannschaft sich nicht so gut kennt oder beziehungsweise die Mannschaft noch nicht so genau versteht, was Sandro Wagner eigentlich will. Sandro Wagner ist ein junger Trainer. Ich glaube eher, dass er vielleicht selbst noch gar nicht so genau weiß, was die Mannschaft so kann und was er mit der Mannschaft überhaupt machen will. Gleichzeitig, was man aber auch gesehen hat, waren große Abstimmungsprobleme innerhalb der Mannschaft, die dann natürlich auf dem wenigen Training beruhen. Aber in 3 Wochen, glaube ich, hätte man da auch schon ein Stückchen weiter sein können. Ja, für Unterhaching wird es jetzt, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig diese Saison, schwer diese Saison. Es wird schwierig aufzusteigen und ich habe das Gefühl, dass die halt aufgrund ihrer wirtschaftlichen oder ihrer Aufstellung im wirtschaftlichen Bereich auch diesen Druck spüren, zügig wieder mindestens aufzusteigen. Eigentlich müssten sie ja in die zweite Liga rein, mit dem wirtschaftlichen Aufbau über die Aktiengesellschaft. Weil das kann sich auch kein Drittligist leisten. Ja, also ich glaube, dass ich bleibe dabei, Unterhaching eines der spannendsten Clubs in Deutschland und die mit jetzt sehr viel Druck haben, jetzt erfolgreich sein zu müssen. Sandro Wagner kann das von der Mannschaft weghalten, davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß nicht, ob er sich vielleicht nicht noch einen Taktikfuchs irgendwie einen Co-Trainer hinzuholen sollte, der der Mannschaft ein bisschen besser und klarer vermitteln kann, wie sie eigentlich spielen wollen. Weil das hat man jetzt in dem Spiel nicht gesehen. Und ich glaube, ohne dem wird es nicht erfolgreich. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Sandro Wagner die 24 Monate da bleibt.
Also ich bin sehr, sehr gespannt, welche Mentoren sich vielleicht Sandro Wagner jetzt auch sucht, vielleicht auch schon gesucht hat, mit welchen er zusammenarbeitet, was man für einen Stil erkennt und wie er sich dann selbst seine eigene Philosophie dem Club aufdrückt. Und ich hoffe, dass wir sie zügig wieder in der dritten Liga sehen und hoffentlich auch mit Sandro Wagner, weil das ist einfach, hat er in der EM wieder gezeigt, ein richtig witziger Typ. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Akademie gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook und ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link, der in der Videobeschreibung, den du in der Videobeschreibung findest. Ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem Content auf YouTube oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.